tief und breit oder vergammelt und nass. Grip-Gebrauchtwagen-Profi Det Müller ist wieder auf der Suche nach skurrilen Fahrzeugen und Menschen, bei denen es in Sachen Auto so richtig piept. Grip präsentiert die goldene Automeise. Dieses Mal suchen wir die etwas anderen Autotuner in Niedersachsen. Kuckuck, nee, Meise. Bei wem piept's am meisten? Ja, heute will ich mal richtig schick einen abharzen. Ich bin hier im südlichen Niedersachsen am Fuße des Gebirges. Und los geht's mit André von den Tegenathleten aus Reiershausen. Was soll da noch schiefgehen? Kandidat 1 war ursprünglich mal ein biederes Produkt aus Wolfsburg, bis es den Tegenathleten in die Hände fiel. Det hat eine Verabredung mit André und seinen autoverrückten Kumpels. Moin, du bist André? Moin, André. Perfekt. Und ihr seid? Die Tegenathleten. Die Gruppendynamik, ja, ne? Ja. Ihr seht das schon. So, ne? Und die treffen sich an Wochenenden in ihrer Scheune zum Schrauben und Feiern. Das habt ihr so gesehen hier gezaubert? Jo, das ist unser kurzer. Hast aber einen ganz kurzen. Doch. Ja, jetzt aber auf. Also da muss erst mal drauf kommen. Was war das jetzt? Ein Jetta, ein Derby? Ein Jetta der zweiten Generation. Nach einem Unfall war der eigentlich ein klarer Fall für den Schrottplatz. Die Tekenathleten hatten jedoch einen Plan B. B wie B-Säule. Die kam ab, die demolierte Front wurde wieder aufgebaut und der ursprünglich rote Lack musste einen Taxi-Anstrich weichen. Nach 5 Monaten war das Kunstwerk fertig. Ja, jetzt müssen wir natürlich erst mal gucken, ne? Was ist hier passiert? Zu heiß gewaschen, eingelaufen? Ich glaube, warte mal, das hier war ein Stück von der hinteren Tür. Richtig. Das ist die vordere Tür. Genau so ist es. Dann das ganze Ding eingekürzt, Dach aufgeflext, einen Meter rausgenommen. Oder wie? 70 Zentimeter, genau. 70 Zentimeter. Darf ich mal aufmachen? Gerne, klar. Ach, du hast die hintere Sitzbank reingesteckt, ja, dann kannst du zu dritt fahren. Ja, das ist doch eine geile Sache, ey. Das ist, und was habt ihr das hier? Ist das hier so? Ich meine, Tegenathleten sagt mir natürlich auch ein bisschen Gluck-Gluck und Spaß ist dabei, ne? Genau, das ist, die waren halt da. Und die Kronkorken auch. Habt ihr so gesehen durchgezogen für den Umbau? Nein, die haben wir uns angesammelt, da letztes Jahr viele von uns geheiratet haben. Ah. Und damit haben wir uns dann ein paar Scherze erlaubt. Da haben wir 2 Säcke von gehabt. Ja. Dann haben wir die einfach aussortiert und da hinten reingeklebt. Und das heißt denn hier, Motto ist so fett und hart am Brett. Hier stellst du dann die Drinks rein? Genau, die passen da hundertprozentig rein, extra dafür angefertigt. Ja. Erst wollte man verlängern, schwierig zu transportieren und gibt's schon. Ja, und dann haben wir uns gedacht, wir kürzen den einfach. Das hat noch keiner, zumindest nicht so funktionieren wie er hier. Und ja, und dann hat das alles seinen Lauf genommen. Und dient jetzt als Partymobil. Ah, warte, da muss ich auch noch mal hin. Habt ihr damit schon Probleme gehabt? Nein, wir sind der Durstlöschzug. Der Durst. Also Feuerwehr ist angesagt. Genau. Ne? Im Erste-Hilfe-Kasten sind natürlich auch Bierflaschen drin. Ach so, da hast du dann auch noch was. Ja klar. Ja, für komm, den Notfall. Hol doch mal ein paar raus hier, dann wollen wir das Ding auch mal ein bisschen einweihen. Jawohl. Ja. Dann geht das so, ne? Genau. Einfach oben rein und dann kann man damit auch rumfahren. Die fallen garantiert nicht raus. Ach so, du kannst die ganzen Pullen auch kalt fahren. Ja, genau. Jetzt kaufst du dir warmes Bier, ne, vor aus dem Supermarkt und sagst dir, nee, meine Temperatur ist noch nicht so angemessen, also fährst zack, auf die Bahn. Ja, einmal 110 und dann auf cool. Genau. Ey, perfekt. Wahnsinn, ey, ne? Was ist da passiert, ne? Kam das so oder ist das irgendwie so gewachsen? Das muss ich mal zu Hause nachforschen. Der 25-jährige André macht gerade seinen Mechatronikermeister. Wie alle im Team hat er großes Talent zum Improvisieren. Der Bierhalter hast du Kiste aufgeflext. Genau, da haben wir einfach eine Bierkiste genommen und da passen natürlich die Bierflaschen perfekt rein. Und was passiert? Das ist unsere Handbremse. Die Handbremsseile sind ja noch Originallänge. Ja. Ach so, du hattest natürlich, weil das Auto verkürzt hast, natürlich ein Übermaß. Genau. Und die Handbremse würde ja eigentlich neben deinem Popo sein. Das geht ja nicht. Das geht nicht, also haben wir die einfach hochgesetzt. Oben hin wie so eine Fly-Off. Ihr seid richtig kreativ so. Ja, jetzt, ne? Kann man mit dem Ding auch ein bisschen driften. Zum Beispiel. Na gut, Frontantrieb und so, das ist schwieriger, aber ja, geht natürlich auch. Burnout-Contest zum Beispiel. Hast du schon mal ID einen weggebrannt? Da sind die Pokale. Ach so, da gab es schon mal ein paar. Ja. Stinky-Pokale hast du und das sind die gefetzten Gummis. Genau, die hängen wir uns wie Trophäen an der Wand. Na komm, da müssen wir doch eine Sache machen, oder? Das Ding muss doch bewegt werden. Ja klar. Gibt es Möglichkeiten? Na selbstverständlich. Ohne Kelle. Ohne Kelle. Da wollen wir mal. Krasse Verkürzung wirkt sich natürlich auf die Fahreigenschaften aus, denn der kurze Radstand geht zulasten der Straßenlage. Trotzdem ist Det sofort ein Fan des Kurzen.
Ich muss aber sagen, der fährt sich gar nicht so bescheuert. Ich habe gedacht, das Ding kippt ja irgendwie so. Wenn er so mickrig ist, dass er mal auf die Seite knallt, dann ist gar nicht der Fall. Und schnell ist er. Die 1,8-Liter-Maschine des Schrumpfjetta war bei der Markteinführung 1984 das Spitzenaggregat. Reicht das auch heute noch zum Driften? Achtung, Handbremse. Geil. Oh, jetzt hier auf Schotter, das geht auch besser. Oh, ist ja auch tiefer, ne? Ja klar, der ist tief. Muss der wegstecken? Ja, aber geil. André und seine Thekenathleten haben nicht zu viel versprochen. Ob das allerdings wirklich für die goldene Automeise reicht? Also ich finde den Wagen richtig klasse und ich finde euch schön bescheuert. Und das finde ich als Kompliment. Ja, natürlich ist das ein Kompliment. Ne? Und sowas muss erst mal kommen. Das kommt nicht einfach so. Andere sind wegen solchen Sachen in Behandlung. Auch die spaßigste Ausfahrt hat mal ein Ende und geht noch einiges vor. Also, ihr seid richtig wahnsinnig, ein ganz heißer Kandidat, muss Danke ich ehrlich dir. Sagen. Ne? Ist schon spannend, aber es ist noch nicht das Ende, weil wir haben noch zwei weitere. Ne? Also, mach gut. Kandidat 2 entführt Det weit zurück in seine Kindheit. Die Zeitreise beginnt in einer mysteriösen Lagerhalle. Ein rotes Lauflicht verrät sofort, wer sich da im Dunkeln versteckt. Der Knight Industries 2000, besser bekannt als Kid, aus dem 80er-Jahre-US-Serienhit Knight Rider. Jetzt habe ich es auch geschnallt. Der Knight Rider ist wieder auferstanden. Sag mal, ist das der Richtige oder ist bei dir noch alles richtig? Bei mir ist nicht mehr alles richtig und es ist auch nicht der Richtige, es ist aber ein richtiger Nachbau. Also das hast du alles selbst gezaubert? Korrekt. Erster Eindruck. Kennt ihr noch Mäusekino? Seht ihr das? Und was wir sehen, ist kein Trick. Hier hat jeder Knopf eine Funktion. Der 35-jährige Jan hat sich mit dem 89er Pontiac Firebird einen Kindheitstraum erfüllt. Das Cockpit hat er aus einem GFK-Block selbst gefräst. Ständig ist er auf der Suche nach neuen Schaltern, Lämpchen und Displays. Seit 12 Jahren investiert er viel Zeit und Geld in seinen Kit. Der Hesselhoff hatte doch einen originalen Transe am, ne? Richtig. Und das hier ist, so wir sehen, auch einer, den du dann aber originalgetreu zurückgebaut hast. Das war ein komplett Standard. Ja. Und da musste halt einiges dran geändert werden. Unter anderem halt Stoßstange. Natürlich der ganz berühmte Scanner, den Kit natürlich hatte. Ja. Da sind noch brutal viel mehr Details. Ich habe vor anderthalb Jahren ein Wertgutachten erstellen lassen. Ein Wiederherstellungsgutachten über 52.000 Euro. Und ist auch alles belegbar, was ich an Geld reingesteckt habe. Und auch die Zeit mit einem drum und dran, die 10 Jahre Arbeit. Stunden habe ich nie aufgeschrieben, weil für mich kommt nie in Frage, dieses Auto mal irgendwann zu veräußern, wegzugeben. Wo hast du ihn, ja? Ich habe den aus der Schweiz importiert, 2004, gekauft. Und dann? Voller Übereifer, ja? Dann importiert nach Deutschland. Und dann festgestellt, jo, ich habe einen Coupé gekauft, aber keinen Targa. Und Targa ist original? Targa ist original. Film. Kit geht nur als Targa. Kit gab es nie als Coupé, es muss ein Targa sein. Ja, und dann hast du einen... Habe ich die Flex rausgeholt. Du bist doch wahnsinnig. Ja, richtig. Bist du solo? Hat deine Dame mitgebaut? Ja, die ist auch mal mit fleißig dabei, genau. Also die teilt deine Macke? Ja, klar, anders geht ja nicht. Also ich genieße das auch. Und wenn wir den Spaß haben, sind am Überholen oder so und drücken den Turbo-Boost, dann mache ich den Spaß auch gerne mit. Ja. Der gelernte Feinmechaniker nutzt Kit auch zum Brötchen holen. Vor 2 Jahren dann das ganz große Kino. Jan hat ihn persönlich getroffen, David Hasselhoff. Da ist er. Aha. Da ist er. Genau, da haben wir noch die. Da warst du aber schon ein bisschen jünger, oder? Ja, das ist schon 2 Jahre her. Und das hier? Ja, damit hat eigentlich alles mal angefangen. In der 3. Klasse. Und dass David Hasselhoff darauf unterschrieben hat. Das ist für mich eigentlich so, dass der Kreis geschlossen ist. Das ist so meine Traumerfüllung. Damit hat es angefangen. Da seine Unterschrift mit drauf. Perfekt, besser geht's nicht. Also, dass er eine Meise hat, finde ich schon. Dass er bekloppt ist, finde ich nicht. Weil eigentlich lebt er das, was er schon als kleines Kind als Shorty gut fand. Und das finde ich toll. Genug geredet. Jetzt soll sich Kit endlich selbst zu Wort melden. Ich freue mich, dich zu sehen. Das will ich jeden Morgen haben. Gibt es auch mit weiblicher Stimme? Nee. Ach so. Ja, da muss halt eine Frau fahren. Ne? Richtig. Was hält nie davon? Die findet das auch cool, ja. Darf sie auch mal fahren? Nein. Darf nicht fahren? Nein. Also solange ich das Auto habe, ist außer mir dieses Auto noch keiner gefahren. Ich bin der... Du wärst dann der Erste, ja. Habt ihr das gehört? Pass auf, ne? Ich brauche auf jeden Fall dich als Co-Piloten, ne? Welcher Knopf hat welche Funktion? Kit, ich komme schon. Oh Gott, jetzt geht's los. Abfahrt.
Jede Folge von Knight Rider hat Jan mehrfach gesehen, um jedes noch so kleine Detail originalgetreu nachzubauen. Inklusive aller von Kit jemals verwendeten Sprüche. Ey, mir macht das Ding echt Spaß, so. Was ist das hier mit den ganzen Sie sind nicht die rechtmäßigen Besitzer dieses Fahrzeugs. Entweder steigen Sie jetzt aus oder ich werde die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Okay, das war ein klarer Marschbefehl. Ich fahre rechts ran. Ist schon okay, Kit? Er darf das. Er darf das. Da. Alles gut. Kannst du hier mit, tipp das mal ein, dass ich in Ordnung bin. Alles freigegeben. Läuft. Ist das beknackt, ey. Das ist als Kompliment gemeint. Und obendrein Voraussetzung, um mit der goldenen Automeise gekrönt zu werden. Jan ist ein heißer Kandidat, denn er verbessert Kit ständig. 1:1 einfach. Ne? Das ist halt so aktuell das Neueste und Beste, was du elektronisch da reinbauen kannst. Mhm. Ist also komplett mit dem Auto verbunden. Ja. Und ist wirklich im Detail, die Knöpfe sind authentisch, die aus dem Fernsehen, allein die zu kriegen, ist ein Riesenaufwand. Es ist also ein Riesenpuzzle, was man da zusammensetzt. Ja, hier ist nichts von der Stange, ne? Nein. Und natürlich darf eines nicht fehlen. Achtung, seid ihr soweit? Turbo, Boost, Bam! Ja! Tolle Arbeit, guter Wagen, keine weiteren Fragen. Ich habe mir erlaubt, Ihre Werte zu nehmen. Ihr Blutdruck ist 190 zu 120 und Ihr Puls ist 104. Siehst du, das hat auch seinen Grund, weil die Karre geil ist. So sieht's aus. Und wie laut piept es nun bei Jan? Also, erstmal saubere Arbeit, geile Nummer. Da war doch mal wieder die Krönung, aber da ist noch längst nicht alles. Einen haben wir noch. Auch bei Kandidat 3 piept es, und zwar mächtig. Det hat eine Verabredung mit Marco, der sich selber Teilegott nennt. Und genau daraus besteht sein Fahrzeug, aus vielen, vielen Teilen. Um Gottes Willen. Hier bin ich richtig. Also wenn der Begriff Kirmesbude noch nicht bekannt ist, dann haben wir es, glaube ich, hiermit erklärt. Moin. Darf ich bitten? Darfst du? Hi! Was ist mit dir passiert? Eigentlich nichts Besonderes. Nichts Besonderes, das sehe ich aber ein bisschen anders. Ne? Dass du eine dicke Kapelle hast, ist klar. Dass der Bus ein bisschen tiefer ist, ist auch klar. Aber das muss ich jetzt erstmal hier komplett irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Die Grundidee. Ein Camper für Festivalbesuche sollte her. Basis wurde ein gammeliger T3. Den hat Marco restauriert, zwei Stockwerke tiefer gelegt und eine 4500 Watt starke Anlage eingepflanzt. Seitdem verbaut er alles, was ihm so über den Weg läuft. Teilegott oder Automessi? Das Auto ist einfach genial. Du fährst irgendwo hin, ich habe meine Batterien an Bord, ich höre 4 Stunden lang Vollgasmusik, 200 Leute ums Auto rum, die Lichtanlage läuft. Es ist einfach alles geil. Du kannst Party machen, wo du willst. Spielt keine Rolle. Und so tief der Bastelbus liegt, so hoch kann er hinaus, dank eines Spezialdaches. Das alles hat seinen Preis und seinen Wert. Ihr haust nicht mehr raus, ne? Das Ding bleibt. Ja. Da kann kommen, wer will. Ey, das kann kein Mensch bezahlen. Was hier an Arbeit und Liebe drin steckt. Ne? Ja, wie lange hast du denn geschraubt? 2004 habe ich das Ding gekauft. Ja. Und seitdem schraube ich da eigentlich dran. Hier sind 99% von mir gemacht. 2004? 12 Jahre hast du das Ding schon? Ja. Und dann hast du ihn für schweres Geld gekauft? Fast. Ich habe den eigentlich besoffen am Lagerfeuer gekauft für 350 Euro. Nee. Doch. Das Cockpit, ein Kuriositätenkabinett. Das Highlight, ein Mikro mit Außenlautsprechern. Hallo, ist hier alles in Ordnung? Laut wird es dann auch im Innenraum. Pass auf, ich gehe jetzt mal nach hinten. Jetzt mach mal kurz den Backlade, den Check. Du gibst alles? Ich gebe alles. Okay. Also das habe ich so auch noch nicht gehabt. Aber jetzt, ey, Wahnsinn, der ist raus. Der kann sich die Tür mit dem Bass zumachen. Abpfiff, keine weiteren Fragen. Hast du Bock, die Kiste mal eine Runde um den Block zu fahren? Na klar, zu präsentieren? Logisch. Ja, logisch. Barbis im Harz ist ein beschauliches und vor allem ruhiges Örtchen. Der skurrile Zweiradmechaniker und sein außergewöhnliches Vehikel sind sozusagen die laute Ausnahme im ruhigen Dorfleben. Doch was treibt den leidenschaftlichen VW-Busveredler an? Marco, du musst mir noch ein paar Sachen erklären, ne? Ja. Warum?
Warum hast du das gemacht? Ja. Ich wollte immer mal ein Auto haben, mal ein bisschen was anderes als die anderen. Ja. Wo du ein bisschen Platz drin hast, was halt praktisch ist, was cool ist. Ne? Okay. Ich wollte halt was Cooles. Und da kam der mir echt gerade recht. Dann hast du gesagt, okay, jetzt habe ich eine Vision, jetzt mache ich aus diesem Wagen etwas ganz anderes. Das kam so Schritt für ohne Schritt. Ohne Regeln. Oh, Freistil. Ne? Ich habe mich in dem Ding hier einmal komplett ausgelebt. Kannst du mir ungefähr sagen, wie viel Zeit und wie viel Gage hast du hier investiert? Kohlemäßig kann ich es absolut nicht sagen. Zeit? Hunderte, tausende Stunden. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, alles am T3 ist vom TÜV abgesegnet. Doch was sagen eigentlich andere Menschen zum exzentrischen Marco und seinem Partybus? Moin! Haben Sie einen Bus bestellt? Wie finden Sie das Fahrzeug? Ja, wie gut. Warte, ich komme mal raus. Das ist total spannend hier. Ja, lauf nicht gleich weg. Hi, geht. Hallo. Wie findest du das hier mit der ganzen Nummer? Ganz okay. Ganz okay? Ganz okay? Also, ganz okay. Also. Ey, das ist. Der hat da Jahre reingesteckt. Willst du mal reingucken hier? Hast mal Bock? Hast ja schon Nachwuchs, da ist ja auch Platz für, ne? Die junge Dame ist durchaus beeindruckt. Doch anders als gedacht. Wie findest du das denn? Sofort gute Laune, ne? Ich find's gut. Es sieht gut aus. Ja? Ehrlich. Ich fände es am geilsten. Der Fernseher. Ja klar, also wenn du jetzt fährst und da fährt irgendwo hin fährt, kann man Fernsehen gucken. Also da muss man echt sagen, Frauen sehen die Sache ein bisschen anders. Ey, hier der Fernseher, der ist super, ne? Immerhin, Spaß bringt die Kiste und damit gute Aussichten auf die goldene Automeise. Marco, geil, geil, geil. Das war mir eine große Freude. Mir auch. Schön, dass du da warst. Ich fand spitze, aber das ist noch längst nicht alles. Jetzt muss natürlich entscheiden, ne? Wer ist der Wahnsinnigste? Wer kriegt Applaus? Der große Moment. Bei wem piept's am lautesten? Wer bekommt die begehrte Trophäe? Die Thekenathleten rund um André mit ihrem geschrumpften Spaßjetter? Oder Jan, der mit Kit seinen Kindheitstraum lebt? Marco und sein durchgeknallter Partybus. Also ich bin mal ganz tief in mich gegangen, hab richtig gekramt und bin zu einer Entscheidung gekommen. Ich denke, die ist mit eurer konform. Wer ist der Wahnsinnigste? Oder wer sind die Wahnsinnigsten? Ich denke mal, die Thekenathleten mit ihrem Jetta haben alles angekreuzt und die kriegen jetzt einen richtigen Vogel. Na Männer, reißt ihr die Kiste schon wieder auseinander? Ich darf das mal übergeben, die goldene Meise. Oh. Bei euch, euren Schluss. Ja, danke schön. Tipptopp, ich bin überwältigt, dass wir das verdient haben. Das glaubt man ja wirklich vorher nicht, wenn man sowas anfängt. Wir haben einfach eine Säge angesetzt und dass das dann nachher solche Ausmaße nimmt. Der Hammer, der Knaller. Ein würdiger Sieger. Doch herrlich durchgeknallt waren alle Kandidaten. Ein Vögelchen. Danke dir.